Ja, hallo liebe Klemmbaustein-Fans, liebe Freunde des gepflegten Steine-Kombinierens, hier ist Ben Briggs und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Serie hier auf einem Kanal. Herzlich willkommen zu Fantastische Teile und wo sie zu finden sind. Ja, ganz genau. Es ist quasi ein bisschen an der Zeit, mein kleines Versprechen einzulösen, denn vor einigen Wochen habe ich euch in meinem Community-Tab gefragt, ob ihr euch wünschen würde, dass ich mal so ein bisschen meine Pick-a-Brick-Bestellung, meine Blue-Bricks-Teile-Bestellung und so weiter und so fort, also da, wo ich meine Teile herbekomme, dass ich das mal so ein bisschen zeige, was ich da mir geholt habe und was ich damit so vorhabe, dass ich da so ein bisschen was drüber erzähle. Und wie ihr gerade sehen könnt, über die Hälfte meiner Zuschauer haben sich in dieser kleinen Umfrage für eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Bestellungen und ein genaueres Zeigen und Erklären ausgesprochen. Habe ich mir halt überlegt, okay, pass auf. Ich habe jetzt schon wieder einige Bestellungen von verschiedenen Stellen gemacht und könnte die euch natürlich alle zeigen. Das wäre aber ein ziemlich langes Video und ich weiß nicht, ob euch das so wieder interessieren würde, wenn es wirklich so lang und so viel und hast du nicht gesehen ist. Deswegen habe ich mir überlegt, Mensch, machen wir es doch mal so ein bisschen anders. Ich möchte, und das beginnt quasi heute, ich möchte euch ein bisschen zeigen, wo und wie ich bestelle, also Teile, nicht Sets oder Sonstiges oder Mocs oder so, sondern Teile, wo und wie ich bestelle und natürlich dann im Anschluss das Versprochene zeigen, was ich bestellt habe und wofür ich das Ganze brauche. Das Ganze hat weder den Anspruch auf Vollständigkeit, das heißt, ich weiß, es gibt da noch ganz viele andere Anbieter und da seid ihr auch gleich gefragt, aber ich mache jetzt mal weiter, das hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und auch nicht den Anspruch auf Perfektion, was die Art und Weise angeht, wie ich an den einzelnen Stellen an die Steine komme. Da gibt es sicherlich mehrere Methoden, mehrere Wege, alles wunderbar, aber genau da seid ihr gefragt. Wenn ihr noch andere Orte habt wo, oder Stellen habt, wo ihr sagt, Mensch, da kann man super Steine kaufen, also fantastische Steine herbekommen, mit Top-Service und so weiter, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und dann kann ich mal schauen, ob ich da auch nochmal was ausprobiere. Und wenn ihr sagt, hey, pass auf, das, wie du das machst, das kann man machen, ich habe noch eine andere Idee, wie man an der und der Stelle vielleicht geschickter auf der und der Seite an die Steine kommt, auch alles unten in die Kommentare. Ihr habt auch sicherlich gemerkt, dass ich gerade, auch wenn es heute um das Thema Lego geht, die erste Folge dreht sich um Lego itself sozusagen, dass ich euch mit Klemmbaustein-Fans angesprochen habe. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Diese Folge dreht sich zwar um Lego, aber alle Folgen insgesamt aus dieser kleinen Serie drehen sich um Klemmbausteine im Allgemeinen. Das heißt, wenn ihr Projekte habt, kauft ihr vielleicht nur bei Blue Bricks, vielleicht nur bei Lego, aber es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, mir ist es eigentlich auch egal, ich mische und gucke, wo ich das Beste und das Günstigste herbekomme und dann verbaue ich das. Und am Ende des Tages juckt es eigentlich keinen, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne? Außer vielleicht, wenn man es auf Ausstellungen mitnimmt. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Baustelle. Da muss man natürlich gucken. Ja, also, ich hoffe, ihr habt jetzt mal so einen kleinen Einblick bekommen, was euch erwartet in den nächsten Wochen. Ich habe natürlich Timestamps eingefügt. Einmal kurze Erklärung am Anfang, so wie jetzt, mehr oder weniger kurz. Dann einmal gehen wir ins Netz und schauen uns da an, wo wir was bekommen können. Und dann zeige ich euch am Ende, was ich bekommen habe oder was ich mir geholt habe und wofür ich es brauche. Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere sagt, ja Mensch, okay, bei Lego, bei Blue Bricks oder wo auch immer, habe ich natürlich schon tausendmal bestellt, das interessiert mich nicht. Dann könnt ihr natürlich weiterskippen und schön hinten an den letzten Teil oder an den vorletzten ist es ja meistens. Weil danach quatschen wir nochmal ganz kurz über die Art und Weise, wie man und wo man da bestellen kann, Pro und Kontras. Ich werde jetzt keine Pro- und Kontraliste machen, aber ne, dass man so ein bisschen was abwägt. Ich meine natürlich den vorletzten Teil, der interessiert wahrscheinlich dann doch einige mehr. Könnt ihr hinspringen und dann könnt ihr euch das dann in Ruhe anschauen. Und für alle anderen, die jetzt sagen, hey, pass auf, ich habe noch nie bei Lego bestellt oder ich habe noch nie bei Blue Bricks bestellt oder an anderen Stellen, da habt ihr hier vielleicht mal so eine erste Idee, wie man es machen könnte. Wie gesagt, nicht der Anspruch auf Perfektion. Und damit ihr jetzt schon mal wisst, was euch in den nächsten Wochen erwartet, Lego habe ich heute im Programm. Dann werden wir über Blue Bricks sprechen, dann über Bricklink, dann über WeBrick, Partner von mir, und dann noch ein Partner von mir, nämlich MJ's Bricks.
diese fünf Stellen habe ich jetzt erstmal rausgesucht. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Stellen habt, und ich habe auch noch ein, zwei Stellen im Hinterkopf, aber wenn ihr noch mehr Stellen habt, schreibt sie mir unten rein. Da ist ja auch für mich persönlich wieder spannend, wo ihr Empfehlungen aussprecht, wo man bestellen kann. So, das aber jetzt genug der Vorrede. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal an den Computer und schauen uns mal ein bisschen auf der Lego-Homepage um und gucken wir mal, wie und wo man dort fantastische Teile finden kann. So, und wenn wir online uns nach Lego-Teilen von Lego selbst umsehen wollen, dann landen wir natürlich auf der Lego-Homepage. Und natürlich könnten wir uns jetzt hier in den ganzen Sets verlieren, die wir dort sehen. Ihr seht ne, die ganzen Kategorien. Aber alles das, das ist natürlich auch mal, sich durch die Lego-Homepage zu wühlen. Das ist auch mal ein spaßiges Unterfangen. Das aber vielleicht eher für einen anderen Termin. Heute wollen wir uns nur um die Teile kümmern, nur um die Ersatzteile bzw. um die Teile, die wir gerne haben wollen. Und dazu müssen wir ganz nach unten scrollen. Und dann sind wir hier in diesem blauen Bereich angelangt. Und dieser blaue Bereich, hier gehören viele Kategorien, die wir haben. Ein bisschen über uns, ein bisschen mehr über uns. Sehr spannend. Attraktionen, Gutscheinkarten, was auch immer. Aber was uns interessiert, findet sich hier in diesem Bereich, nämlich unter Support. Da steht natürlich nirgendwo, dass man Teile kaufen kann, aber wir sehen hier einen Punkt, der nennt sich fehlende Teile. Ihr kennt das, euer Set, da fehlt ein Teil oder vielleicht auch mal eine ganze Tüte oder vielleicht fehlt auch im Karton das ganze Set, man weiß es nicht. Und dann müsst ihr halt einfach hier draufklicken und dann kommt ihr zu dem Bereich, wo ihr Teile ordern könnt. Und das, was wir heute machen wollen, nämlich uns konkrete Teile ordern, das finden wir auch hier drunter und deswegen klicken wir mal drauf und dann landen wir hier in dem Bereich. Kundenservice, wir können Bauanleitungen, Hilfethemen, Gerätehinweise, uninteressant, Stein und Teile, das ist das, was uns interessiert. Und das ist dieser mittlere Block. Fehlende Steine, ich habe es eben erwähnt, habt ihr ein Problem, habt ihr Steine, die fehlen oder auch das gleiche Prinzip gilt übrigens für kaputte Steine. Wenn das der Fall ist, schreibt hier über den Lego-Kundenservice an. Ich persönlich bin aber immer noch der Fan davon, den Lego-Kundenservice anzurufen, denn dann springt manchmal ein bisschen mehr raus als nur der reine Ersatz der Teile. Aber das ist nur so ein kleines Gimmick, ein kleiner Hinweis nebenher. Was uns aber heute interessiert, sind nicht die fehlenden Steine und natürlich, Gott sei Dank, nicht die kaputten Steine, sondern die Ersatzsteine. Beziehungsweise einfach müsste man da schreiben Steine und da klicken wir mal drauf und dann landen wir bei Lego Pick a Brick. Früher war das Lego Pick a Brick und auf der anderen Seite gab es auch noch Lego, was war es, Steine und Teile. Und das haben sie zusammengelegt, das ist natürlich sehr günstig für uns Verbraucher. Also an einer Stelle das finden, was wir alles brauchen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Steinen. Wir haben einmal die Bestseller-Steine, die sind ein bisschen günstiger in der Servicegebühr, wir sind ein bisschen schneller. Die kommen auch aus Polen. Das heißt, die sind für uns Deutsche ein bisschen näher gelegen. Wir haben aber auch die Standardteile, die halt in Dänemark produziert werden, beziehungsweise von dort aus kommen. Das dauert ein bisschen länger, ein bisschen mehr Servicegebühr. Ja, bla bla bla. Das Übliche. Versandkosten kommen übrigens immer noch on top. Ja, und dann haben wir hier unten einfach unser großes Sortiment. Ihr seht schon viele bunte Farben, viele bunte Steine, viele verschiedene Teile. Und damit ihr nicht komplett den Überblick verliert, könnt ihr entweder hier, ich würde euch empfehlen, eine Setnummer eingeben. Ich habe es schon mal hier mit Ninjago City versucht, das hat nicht geklappt. Das heißt, hier würde ich tatsächlich mit konkreter Setnummer arbeiten oder hier eine konkrete Teilenummer eingeben. Dann habt ihr das Set, könnt durch das Inventar von dem Set euch durchscrollen. Das ist dann schon mal so ein bisschen konkreter, ein bisschen zusammengestauchter. Dann habt ihr nicht alle Teile, die es gibt. Und vor allen Dingen, manchmal ist es auch so, dass man ja ein ganz spezielles Teil sucht, was es in dem und dem Set schon mal gab. Dann guckt ihr halt danach und dann ist alles cool. So, dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass ihr jetzt einfach mal so suchen wollt. Ihr wisst jetzt nicht, in welchem Set das war und was auch immer. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, eure Kategorien einzuschränken. Beziehungsweise eure Suchkriterien einzuschränken. Ihr könnt nach Kategorien gehen. Das ist nochmal so ein bisschen grober Plates. Connectors, Baseplates, ich habe allerdings ehrlich gesagt keine Ahnung, was da das Schema hinter ist, aber anscheinend sind das die Kategorien. Spannender wird es natürlich, wenn wir in die Unterkategorien gehen, dann seht ihr auch schon, das ist wesentlich differenzierter und wenn ihr in einem der nächsten Videos dann zum Beispiel auch bei Bricklink die Kategorien seht, da werdet ihr einiges an Überschneidungen finden. Ne? Inverted Slopes, Brick Modified, Baseplate, Connectors,
Keine Ahnung, Plate Modified, alles das findet ihr dort dann auch und hier heute natürlich auch. Und das ist natürlich auch schon mal gut. Wir können aber auch sagen, hey, ich will ein Set in Tan bauen. Dann bin ich hier an der richtigen Stelle. Ich suche alle Teile, die in Tan sind. Gibt es ja auch Leute, die da mal so ein Projekt haben. Und da müssen wir jetzt mal gucken. ST, wir nehmen jetzt mal Tan. Tan gibt es hier nicht. Das ist interessant. Warum auch immer. Interessiert, finde ich jetzt gerade sehr spannend. Also eigentlich müsste es ja Sandfarben heißen. Sand Yellow, ich nehme jetzt mal Sand Green, Sand Yellow. Ne, das müsste es aber nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Ich klicke jetzt einfach mal drauf, mal gucken, was er mir ausspuckt. Das ist allerdings eher Dark Tan in der im Farbschema. Also da seht ihr schon ein paar kleine Abweichungen. Finde ich schade, dass man so dass das hier so ein bisschen anders ist. Also müsstet ihr da euch nochmal so ein bisschen durchwühlen, was halt jetzt was ist. Weil viele Farben findet ihr, ne? Ich meine, Black, gut, das ist klar. Bright Orange, Dark Brown, Light Royal Blue, auch interessant. Medium Azur, die Farbe des Helden. Grüße gehen raus. Oh, Transparent Brown, auch interessant. Transparent Green, also interessante Farben. Aber ein paar sind natürlich auch bekannt. Aber anscheinend gibt es da auch Unterschiede. So, also über Farbe könnt ihr gehen. Ihr könnt aber auch sagen, hey, ich will einfach nur meine Farbfamilie. Dann nehme ich jetzt gerade mal hier das Brown wieder raus. Jetzt gehe ich mal in die Farbfamilie und suche nach Tan. Brown will ich aber nicht. Selbst das haben sie ja. Das ist ja spannend. Yellow ist das hier. Ich kann jetzt mal... Ach, das Gott, oh Graus. Das ist aber nur reines Gelb. Genau, richtig. Das ist einfach nur... Da haben wir noch dieses komische andere Gelb. Also irgendwie ist es ein bisschen weird gerade, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, da muss man darauf achten, dass man da gut hinguckt und sich mal ein bisschen reinfuchst. Es funktioniert trotzdem. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ihr seht ja hier auch, das ist zum Beispiel so ein Stein. Hier, aha, was haben wir denn hier? Genaue Farbe heißt hier Brick Yellow. Laut dem Bild, was ich hier vor mir sehe, würde ich sagen, ist das 1:1 einfaches Tan. Gut, laut Lego ist das anscheinend jetzt Brick Yellow. Was auch immer. Oder aber ihr seid jetzt ganz rudimentär und sucht nach dem System. Ihr wollt nur Technikteile oder nur Lego-Teile oder nur Duplo-Teile haben. Das wäre natürlich auch dann hier wichtig. Ihr könnt natürlich auch verschiedene Kategorien kombinieren, logischerweise. Und dann habt ihr am Ende hoffentlich genau das, was ihr sucht. Ihr könnt auch sagen, ich will nur die Bestseller haben. Macht Sinn. Dann kriegt ihr die Teile halt schneller. Könnt ihr gucken, was ist in der Kategorie verfügbar. Oder ihr sagt, ich will die nicht vorrätigen Artikel auch mit angezeigt haben. Warum auch immer. Damit ihr vielleicht wisst, ah, es ist da, aber es dauert vielleicht noch ein bisschen. Würde ich allerdings euch nicht empfehlen, weil es frustriert nur, weil man dann genau das Teil sieht. Hey, das will ich, nicht verfügbar. Ja, auf jeden Fall, hier ist dann quasi eure Spielwiese. Ich habe es euch am Anfang gesagt, es gibt die Möglichkeit, das digital zu bestellen. Das wäre hier genau euer Spielplatz. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, einfach in den Laden zu gehen und in der Pick-a-Brick-Wall zu suchen. Der Unterschied ist aber sicherlich jetzt, glaube ich, jedem klar. Wir haben hier alle Teile auf der Homepage, die wir brauchen oder die es gibt, besser gesagt. Und in der Pick-a-Brick-Wall natürlich nur eine ganz kleine Auswahl dessen, was überhaupt möglich ist. Es sind halt zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Hier suche ich genau die Teile, die ich haben möchte. Bei der Pick-a-Brick-Wall gucke ich einfach, was da ist und nehme mir, worauf ich Bock habe. Und genau das habe ich gemacht und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe leider keine Online-Bestellung bisher, beziehungsweise seit langem keine Online-Bestellung mehr gemacht. Habe ich schon mal eine Zeit lang, aber mittlerweile schon länger nicht mehr. Ja, aber ich denke, auch die Teile, die man in der Pick-a-Brick-Wall finden kann, sind einen Blick wert und deswegen schauen wir uns jetzt mal gemeinsam die fantastischen Teile an, die ich in der Pick-a-Brick-Wall gefunden habe. So, nachdem wir jetzt mal gemeinsam geschaut haben, wo man diese ganzen wunderbaren Teile herbekommt, habe ich euch hier, wie gesagt, ein bisschen mal was mitgebracht, beziehungsweise ich habe es mir selbst mitgebracht, wie es so schön heißt. Genau, ich habe aus zwei verschiedenen Lego-Stores hier Teile mitgebracht. Ich habe nicht online bestellt. Das mache ich tatsächlich seit längerem schon nicht mehr, weil es die Teile durchaus anderswo günstiger zu bekommen gibt. Ich sage nur Bricklink, aber dazu an anderer Stelle mehr.
Aber wenn ich mal im Store bin, hat man sehr häufig mal in der Brick Wall oder in der Pick-Brick-Wand, wie man auch immer das bezeichnen mag, den ein oder anderen guten Stein, den man sehr gut gebrauchen kann. Und ihr seht schon, es wiederholen sich Sachen. Zum Beispiel in diesem mittleren Pot habe ich Mauersteine in Tan und auch in diesem hier habe ich Mauersteine in Tan. Den habe ich aus Berlin, den habe ich aus Köln. Also habe ich so zweimal das Gefühl gehabt, dass das eine gute Idee ist, diese Steine zu kaufen. Ich hatte ehrlich gesagt das schon vergessen, als ich das befüllt habe. Aber egal. Genau, ihr bekommt natürlich wie gewohnt, also für diejenigen, die das hier schon mal gemacht haben, die meisten von euch werden das ja sicherlich sein, bekommt ihr diesen Becher mit Tesafilm zugeklebt. Das hat den Grund, dass man den Becher auch durchaus voller füllen kann, als es eigentlich, ich will nicht sagen erlaubt ist, aber man kann ihn auch übervoll füllen, solange man den Deckel noch irgendwie verschließen kann. Ich habe hier tatsächlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ich hätte mehr reintun können, aber habe ich nicht gemacht. So, die Tüte noch kurz beiseite. Wir machen erstmal die Boxen, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, die Dosen hier. Genau, und ich mache das jetzt mal hier ab. Von der dritten Dose habe ich es tatsächlich schon abgemacht. Ja, und dann habt ihr halt Dosen. Jede Dose, große Dose, kostet 18 Euro. Und die kleinen Dosen, die halb so groß sind, kosten einen Zehner. Je nachdem, was ihr da reinfüllt, lohnt sich das. Ich sage nur, kleine Teile machen hier auf jeden Fall am meisten Sinn. Wenn ihr euch da mal ein bisschen im Internet umschaut, gibt es auch richtige Experten, was das Stapeln und Sortieren innerhalb dieser Becher für Becher, genau da ist das Wort, von Teilen angeht. Ich habe ehrlich gesagt da keinen Nerv zu, weil ich in Lego-Stores mich eh nie so richtig wohlfühle. Ich fange dann immer leicht an zu schwitzen, wenn es an der Pick-a-Brick-Wall da mit den ganzen Leuten, die da rumstehen und dann hier und da, nee, das ist nichts für mich. Aber manchmal überwinde ich mich dann. So, den Becher machen wir gleich noch. Es wurde sich übrigens gewünscht, dass ich diesen Becher komplett euch vorstelle. Ach komm, machen wir ihn als erstes. Also ich habe hier eine Fliese in Transblue. Ich habe hier eine Fliese in Transblue. Ich habe hier eine Fliese in Transblue. Ah, hier noch eine einmal zwei Fliese in Transblue. Hier eine Fliese in Transblue. 2000 years later. 30.387, 30.388, 30.389, 30.390, 30.391, 30.392 Fliesen in Chance Light Blue. Also ich habe sie euch vorgestellt, damit ist diesem auch Genüge getan. Ich werde sie auch gleich wieder in diesen Becher hineinfüllen, aber ja, Spaß muss sein. Ihr wolltet es so, ihr kriegt es so. Bei mir wird auch nicht immer alles zu ernst genommen, aber dafür kennt ihr mich ja gut genug. So, was habe ich mir hier noch geholt? Ich habe einen Becher voll gemacht mit verschiedenstem Gerümpel. Wir werden einfach mal ausleeren. Das macht auch Sinn, weil danach kann ich es dann sortieren. Muss ein bisschen gucken, dass da alles glatt geht. Genau, das hier ist zum Beispiel so eine Sache. Man könnte jetzt diese Steine, das sind diese 1x4 Mauersteine in Tan, finde ich sehr, sehr gut, findet man nicht so häufig. Die kann man natürlich wunderbar zusammenstecken, stapeln, hast du nicht gesehen, um dann halt hier in diesem Becher von unten nach oben einfach eine perfekte Ausnutzung oder eine perfekt optimale Nutzung der Fläche zu gewährleisten. Hatte ich keinen Bock drauf. So, ich mache mal die Kamera ein bisschen zurück. So, ist besser, ja. So, was haben wir noch? Wir haben natürlich ein paar, und diesmal werde ich sie euch nicht komplett vorstellen, ein paar Fliesen 2x2 in Dark Tan. Das ist sehr schön. Insgesamt, finde ich, hat man hier super viele Steine schon für ein schönes Mock, für ein schönes Strandmock. Gut, die Mauersteine kann man ja vielleicht als Mauer am Strand nehmen oder halt, keine Ahnung, irgendwie sowas. Dann haben wir hier nochmal diese 1x2 Goldbarren hier, aber in Tan. Dann habe ich mir noch von diesen Plate Modified mit den abgerundeten Ecken und den beiden Löchern da drin geholt. Da kann man sehr schön zum Beispiel diese Teile hier reinstecken. Ich mache es euch mal vor. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. Ist ja mal so vorschön, ne? Guckt mal hier, und da kann man das so wunderbar zusammenstecken. So könnt ihr euch zum Beispiel auch so ein paar Beete machen mit Pflanzen, wunderbar. So ein paar Haschischpflanzen. Genau, da gab es noch so diese Blitze, dafür habe ich mir auch, glaube ich, mal so eine kleine Handvoll reingeschmissen. Kann man vielleicht irgendwo mal als nettes Gimmick gebrauchen, als Effekt, keine Ahnung. Ja, gab es halt günstig. Wie gesagt, diese Dinger hatte ich euch gezeigt.
Genau, dann habe ich noch die 2x2 Rundfliesen mit, also Jumperfliesen, Jumperplates, 1x2 in Rund. Habe ich mir auch geholt. Das ist natürlich für gepflasterte Wege, für Ninjago District habe ich da gedacht. Und dann habe ich zum Schluss noch einfach mal ein paar Palmblätter. Das sind tatsächlich nicht viele gewesen, weil ich einfach nicht mehr viel Platz hatte. Und ich hatte eher gesagt, ich möchte mich auf den anderen Kram konzentrieren. Und deswegen sind es, glaube ich, am Ende des Tages nur irgendwie so 6-7 Stück geworden, aber das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich habe da auch noch genug von, auch von anderen Herstellern. Wobei man tatsächlich sagen muss, was diese Palmblätter angeht, was ich bisher so bekommen habe, war Lego einfach die angenehmste, also Haptik. Hatte Lego die angenehmste Haptik, was das angeht. Also sind auf jeden Fall schöne Teile, kann man sehr schön mit arbeiten. Ja, ansonsten, nee, habe ich hier nichts weiter drin. Also muss ich hier jetzt mal gerade ganz kurz ein bisschen wieder Ordnung schaffen. So, und ich habe jetzt mal hier ein bisschen den Kram hier beiseite geschafft. Das muss ich eh gleich noch sortieren. Ganz kurz noch mal zu diesem Becher. Wofür die Fliesen sind, ist, denke ich mal, euch klar, dass ich damit meine Wasserflächen gestalten will. Und das könnt ihr ja natürlich genauso machen. Dafür sind sie ja auch, glaube ich, super geeignet. Das ist, denke ich, einleuchtend. Schön ist auch eine Kombination aus Trans Dark Blue Fliesen mit Trans Light Blue Fliesen. Das sind ja die Trans Light Blue Fliesen. Und dann könnt ihr so verschiedene Wassertiefen machen. Und wenn ihr das noch kombiniert mit Plates unter diesen Fliesen, schaut einfach mal in meinen Stadtupdates nach dem Strand. Da habe ich das auf jeden Fall auch gemacht. Und da könnt ihr das natürlich super kombinieren. Hier haben wir übrigens Trans Dark Blue Slopes hier, die Trans Dark Blue, genau richtig. Da kommen wir aber gleich zu. Könnt ihr wunderbar machen. Falls ihr sagt, hey, die haben das gerade im Angebot und ich möchte so richtig viele Fliesen haben, nicht nur so einen Becher, sondern mal so richtig viele hätte ich eigentlich auch machen können, dann fragt einfach im Geschäft mal nach den Kartons. Die werden ja in Kartons angeliefert und werden dann in diese Pick-a-Brick-Wall hinten in diese großen Kästen reingeschüttet. Wenn man dort sagt, ich hätte gerne einen Karton, ist das möglich, dann machen die das meistens auch möglich. Und dann bezahlt ihr für einen großen Karton, meine ich, den Preis von 6 oder 7 dieser Becher. Das ist um die 100 Euro. Und dann aber habt ihr weitaus mehr als 6 oder 7 Becher von den Fliesen oder von den Teilen, die ihr haben wollt. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall. So, dann haben wir hier noch einen etwas bunter gestalteten Becher. Da sind ein paar interessante Sachen drin, die ich auch wegen dem, was ich jetzt ganz aktuell brauche, gekauft habe, sondern einfach weil, egal, der ist weg, ist wurscht, sondern einfach weil sie mich angelacht haben, weil ich so gedacht habe, Mensch, das sieht doch cool aus. Also zunächst einmal wieder standardmäßig hier diese 1x4 Mauersteine, das ist nichts Besonderes. Dann hatten sie spannenderweise Minifigurenköpfe ohne Bedruckung. In einem Dark Yellow müsste das sein, ja, Dark Yellow. Und ich weiß noch nicht wofür, das könnten natürlich auch Früchte sein, keine Ahnung. Irgendwie Kürbisse, gut, für Kürbisse ist es vielleicht ein bisschen zu hell, aber es gibt ja auch verschiedene Kürbissorten, kann man auf jeden Fall machen. Jetzt zu Halloween ist das sicherlich eine Möglichkeit. Dann die eben angesprochenen 1x1 Slopes in a Trans Dark Blue, das sind diese hier. Da kann man wunderbar Wellen mit darstellen. Das kann man auch mit natürlich mit denen in Trans Clear machen. Das ist auch sehr, sehr schön. Dann gab es 1x2er in Nougat. Das geht immer. Da kannst du immer schön was mit bauen. Dann was ganz Exquisites. Oder nee, machen wir erstmal die nicht so exquisiten Sachen. Oder die nicht ganz besonderen Sachen. Das sind halt ganz normale Baumblätterteile. Aber in diesem, irgend so einem lila Ton. Ich bin da gerade nicht. Lavendel, ich weiß es nicht. Ne? Aber auf jeden Fall schön. Kann man gut gebrauchen. Und dann hatten sie ein paar Besonderheiten. Erstens war es, wie gesagt, in dieser ganzen Halloween-Geschichte hatten sie diese 1x1 Bricks mit dem Glitzer dran. Und das fand ich mega cool. Habe ich mir auch mal ein paar rausgepickt. Die waren in so einer Mischbox mit anderen Teilen, aber ich fand die richtig, richtig cool. Da kann man super Sachen draus machen. Glitzer, Glitzer, das geht immer. Und jetzt zweierlei, hier haben wir es zusammengebaut. Einmal
diese neue Doppeltür von Lego, die wir zum Beispiel auch im Supermarkt haben. Und die finde ich natürlich großartig, kann man schön bauen, hat eine Breite von 6 und eine Höhe von 8. Da geht auf jeden Fall was, da kann man schön was machen. Müsste eine Höhe von 8 sein, oder? Ja, ist Höhe 8 oder Höhe 7? Ich meine Höhe 8. Genau, also hier einmal das und das. Und hier musste ich natürlich dann nochmal zwei Türen hier dazu holen, das ist klar. Und auch sehr cool, runde Fenster. Und zwar hier steckt man dann ganz normal die einmal diese kleinen Fenster rein. So. Aber das Ganze ist rund. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. Da kann man auf jeden Fall an Gebäuden einen sehr coolen Look erzielen. Zwei von denen ergeben halt quasi einen Halbkreis. Wir kennen das von den Geländern auch schon. Leuchtturm und so weiter. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Kann man sehr, sehr schön machen. Ich hoffe, es ist noch scharf genug. Genau. Ja, also das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich stecke die jetzt mal aufeinander. Ja, und so, da kann man auf jeden Fall schön was mocken. Ja, das ist quasi die Ausbeute aus der Pick-a-Brick-Wall. Das war Köln. Das hier hinten, da wo meine Hand sich jetzt noch gerade zeigt, war Berlin. Ich schiebe die Sachen jetzt mal zusammen. Ich muss sie nachher eh sortieren. Und dazu aber ein bisschen mehr Platz schaffen. Jawohl. Das ist, ich meine, schaut euch das mal an, das ist schon mal, und das sind nur zwei Becher, also schon ein richtig großer Haufen, ne? Also da kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Und jetzt kommen wir mal zurück, denn jetzt habe ich noch eine weitere schöne Sache für euch, und zwar, wie gesagt, alles im Laden, wenn ihr im Laden an diesen Build Your Minifigure Türmen seid, könnt ihr, wie gesagt, euch ja drei Figuren für 6,99, ich glaube, eine Figur kostet 2,99, irgendwie sowas in dem Dreh, könnt ihr euch Figuren zusammenstellen, ne? Also Torso, Kopf, Beine, Haarpracht, das sind vier Teile, plus noch ein Accessory, also irgendwie Schirm, irgendein Viech dazu oder keine Ahnung was. Solche Sachen werden auch teilweise schon vorgefertigt in der vorne an der Kasse verkauft. Jetzt gerade zu Halloween gab es wieder oder gibt es wieder schöne Sachen. Oder gab es wieder schöne Sachen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wann dieses Video kommt. Ich habe aber, und das machen auch mittlerweile so einige Leute, und das finde ich ist eine sehr, sehr coole Sache, dass das angeboten wird. Ich habe gesagt, gut, komplette Minifiguren sind schön und gut, aber eigentlich interessieren mich ganz, ganz viel die Zusatzteile. Und da habe ich einfach gefragt, und das ist mittlerweile, schon eine ganze Weile, erlaubt, dass man einfach sagt, okay, es sind drei Figuren, A5 Teile, macht 15 Teile, du musst aber nicht Torso, Beine, Kopf und Haare und ein Zusatzding nehmen, sondern du kannst dir zusammenstellen, was du willst. Ja, und da bin ich immer dabei, weil da gibt es tolle Sachen. Ich habe zum Beispiel hier diese Haifischverkleidung gefunden. Die fand ich sehr cool. Dann haben wir nochmal zwei Schlangenstäbe. Die finde ich auch immer sensationell cool. Vielleicht mal irgendwo für ein Museum, ich weiß es nicht. Dann haben wir noch einen Gifttrank sozusagen. ein paar Fliesen, diesmal Jahr des Tigers. 2022 habe ich mir hier drei Stück rausgesucht. Da ist der Kopf schon wieder unterwegs. Darüber reden wir gleich. Ne? Ja, des Tigers 2x2 Fliesen. Sehr, sehr cool. Kann ich wunderbar benutzen. Das ist ganz hervorragend. Und eine Schlange, Harry Potter lässt grüßen. Ne? Die habe ich noch nicht gehabt in meinem Sortiment als Viech. Kss. So, einmal den HDS imitiert. Nein, Quatsch. Aber ist ja auch richtig. Kss, 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 ne? Muss man ja sagen. So, da haben wir einmal die Schlange. So, achso, hier haben wir noch so einen zweiten Zaubertrank, den stellen wir noch dazu. Dann habe ich hier mir dreimal, müsste das gewesen sein, genau, dreimal so einen Kuchen rausgesucht. Den hatte ich bisher noch nicht gesehen, kommt garantiert in irgendeinem Friendset oder irgendwas vor, keine Ahnung. Auf jeden Fall super cooler Fruchtkuchen mit Erdbeeren, Heidelbeeren, Kiwi, Erdbeeren, ne? So sehr, sehr lecker. Habe ich schon wieder Hunger jetzt gerade. Und zu guter Letzt habe ich doch gesagt, ein paar Minifigurenköpfe möchte ich gerne mitnehmen. Und dann gucken wir mal, was es da so gibt. Und dann habe ich mir einfach so ein bisschen random was zusammengestellt. Hier oben ein etwas trauriger Gesichtsausdruck, dann einer mit Bart, ein lächelnder und der in der Mitte mit Bart hat diesen total lachenden Gesichtsausdruck und der andere noch diesen etwas genervten Gesichtsausdruck. Ja, das war die Figurenköpfe, die ich da noch dazu genommen habe. Und dann haben wir halt insgesamt, genauso wie für drei Minifiguren, auch hier
6,99 bezahlt, ist natürlich, wenn man es mal runterrechnet und bei Bricklink guckt, vielleicht günstiger zu bekommen, aber ja, dafür habt ihr halt den Store-Service und so weiter und so fort und das ist schon gar nicht mal so schlecht, braucht ihr gar nicht so viel suchen, ne? Genau, das ist aber jetzt ein bisschen so eine Überraschungsgeschichte. Manchmal sind auch Ritter dabei, manchmal sind Piraten dabei, manche Leute stehen da ja drauf. Ne? Grüße gehen raus an Stefan Espadabrix, der da immer sehr hinterher ist, hinter den Rittern vor allen Dingen. Und ja, da wird es auf jeden Fall immer wieder schöne Sachen geben. Und ich werde auch immer wieder da hingehen und schauen, was es da alles für Feines zu bekommen gibt. Und wie ihr seht, also das ein oder andere kann man da schon gebrauchen. Ne? Ja, die gehören noch dazu. Habt ihr aber gar nicht gesehen. Die gehören noch dazu. So. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal in die Augen und schließen dann dieses Video ab. Denn ich bin mal sehr gespannt, auch was ihr generell von dem Video haltet, was von dem Videotyp. Und ob da, es wird, ich habe noch ein paar mehr Sachen von anderen, aber dazu gleich nochmal ein paar Worte mehr. So, Freunde, jetzt sind wir am Ende angelangt. Ja, es ist ein bisschen länger geworden. Wie gesagt, es sind ja verschiedene Bausteine, die hier in den Videos verarbeitet werden. Und ihr könnt euch ja dann rauspicken, was ihr wollt. Das hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Ja, Lego und seine Pick-a-Brick-Seite ist, würde ich sagen, eigentlich gut zu bespielen, sag ich mal. Man kommt recht gut zurecht. Manche Kategorien finde ich ein bisschen weird. Da muss man schon ein bisschen gucken, was man will und sich auch mal ein bisschen angucken, was dann tatsächlich geboten wird, um zu entscheiden, was ist das jetzt eigentlich für eine Kategorie, passt das gerade oder passt das nicht. Wie gesagt, manchmal hat man auch bei Farben Probleme, das fand ich ein bisschen seltsam, aber okay. Homepage, da kommen wir aber, glaube ich, relativ schnell zurecht, auch wenn die Homepage von Lego bei vielen unter bin ich auch teilweise mit am Start, nicht als die beste Homepage auf dem Planeten angesehen wird, um Gottes Willen, nein, 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 aber auch nicht unbedingt die, auch keine gute Homepage an der einen oder anderen Stelle, aber wenn man einmal diese Kategorie der Teilebestellung gefunden hat, und da muss man natürlich auch schon mal so ein bisschen überlegen, wie komme ich da hin, dann kann man sich, glaube ich, ganz gut zurechtfinden. Generell empfehle ich natürlich, nebst der Tatsache, dass man über die Homepage, über fehlende Teile und so weiter dahin kommt, einfach bei Google Lego Pick-a-Brick einzugeben und oder Pick-a-Brick Shop oder was auch immer. Und dann kommt er ja auch dahin. Also das ist ja keine Hexerei. Ne? Wir sind ja mittlerweile alle im digitalen Zeitalter fortgeschritten und wissen, wie man solche Suchmaschinen auch bedient. Braucht man ja nicht jetzt drüber reden. Ja, also Lego Homepage mit kleinen Einschränkungen funktioniert gut. Pick-a-Brick-Wall in den Stores funktioniert auch gut. Allerdings natürlich, man muss gucken, was gerade da ist. Es gibt verschiedene Seiten. Ich habe euch unten auch mal ein bisschen was reingepackt, wo ihr gerade halbwegs aktuelle Übersichten bekommt, was in den Pick-a-Brick-Walls vorhanden ist. Das ist natürlich immer ein Vorteil. Dann rennt man nicht umsonst in irgendeinen Lego-Store. Gut, umsonst rennt man eigentlich selten in Lego-Store. Mal mit irgendwas rennt man immer wieder raus. Das ist ja das große Problem. Naja, aber im Endeffekt, ja, könnt ihr da auf jeden Fall auch an der Pick-a-Brick-Wall fündig werden. Und wenn ihr merkt, da ist ein Teil, was ich auch auf Masse brauche, sprecht die Mitarbeiter an, ob es nicht vielleicht die Möglichkeit gibt, eine ganze Kiste davon zu bekommen. Und dann seid ihr auf jeden Fall noch günstiger mit am Start. Das so mal mein Roundup zu der Steine-Organisation über Lego. Und ich würde sagen, in der nächsten Woche gehen wir mal zu einem Konkurrenten von Lego, nämlich zu Blue Bricks, beziehungsweise in der nächsten Ausgabe. Und schauen mal, wie das da läuft. Läuft das besser? Läuft das schlechter? Läuft das genauso gut? Ist das vom Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung? Kann man das machen? Sollte man da irgendwo drauf achten? Alles das nächstes Mal in der nächsten Episode. Und damit bin ich am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ für euch. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und jetzt dabei bleiben wollt, vielleicht auch auf die weiteren Folgen gespannt seid, wie es bei anderen Anbietern so aussieht, ja, dann drückt doch einfach mal auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke. Denn dann seid ihr immer informiert und bekommt eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir online geht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag. Baut was Schönes, bestellt vielleicht ein paar fantastische Teile. Auf jeden Fall bleibt gesund. Wir sehen uns und ich sage ciao.